Diese drei, die beiden Kapitäne Beer und Manfred Lenz sowie Schiedsrichter Brückner, stehen auch im Mittelpunkt unseres Beitrags. Der FC Homburg begann sehr aggressiv vor 6.500 Zuschauern im Waldstadion. Gut bespielbarer Rasen. Das Waldstadion hatte fast alles geschluckt, was in den letzten Tagen und heute an Regen niederging. Man hatte von den Löwen aus München einiges erwartet. Drei Sturmspitzen waren angekündigt, die allerdings in der Anfangsphase dieser Begegnung ziemlich stumpf. Friedmann bei den Homburgern aus dem defensiven Mittelfeld, Manfred Lenz, der 36-Jährige, und dann ein 18-Jähriger, Uwe Freiler, dem doch noch ein bisschen die Routine fehlt. Ganz anders das Mittelfeld der Gäste mit Beer und Eigel, zwei erfahrene Ex-Bundesliga-Spieler. Wenig Möglichkeiten, aber doch einige Chancen in der Anfangsphase. Das war Löbmann, der Mittelstürmer der Löwen. Die Homburger aggressiv und dennoch darauf bedacht, im Mittelfeld die Aktionsräume von Eigel und vor allem von Erich Beer einzuschränken. Libero Schwickert, auch er ein sehr erfahrener Mann, wieder aktiviert, ein Rückhalt seiner Mannschaft. Schiedsrichter Brückner. Und dann dieser Fehler zunächst einmal der Münchner Abwehr, die ein bisschen lässig spielte. Eigel, Manfred Lenz und Günther Tilt, der Torjäger der Homburger, mit seiner ersten Chance mit links verteilt. Hat ja bereits in Freiburg das Tor für die Homburger erzielt. Der Lange, der immer ein bisschen ungelenk wirkt, aber gefährlich ist. Und wieder Friedmann. Er machte lange Wege, wie man so schön sagt. Hier legt er sich lang und machte ein gutes Spiel, das kann man jetzt schon sagen. Wie auch Manfred Lenz, der diesen Freistoß hereingeben wird. Stefan Drumm prüft zum ersten Mal Gerhard Hildenhaus im Löwentor. Drumm ebenfalls aus dem defensiven Mittelfeld. Die Homburger sehr geschickt gestaffelt, die beiden Sturmspitzen, der 60er, Chorus und Högel abgemeldet. Das ist wieder Freiler. Hier merkt man ihm an, dass er noch nicht die Erfahrung hat, dass er noch ein bisschen nervös war in diesem zweiten Aufstiegsspiel zur zweiten Liga. Ronny Pettersen beim Einwurf, er war also dabei, das war fraglich vor dieser Partie. Und dann Freiler, schauen Sie, was er macht. Dooley zögert ein bisschen, Drumm kommt nicht mehr an den Ball. Die Chance vertan, das war in der vierten Spielminute. Also anfangs die Homburger sehr stark und vor allem in der Abwehr Schwickert mit einer ausgezeichneten Leistung. Noch einmal die Chance, eingeleitet von Freiler, Dooley und Stefan Drumm. Dooley die zweite Sturmspitze, wenn man so will. Zumindest rückt er immer vorne mit in die erste Reihe. Die Löwen zeigten eigentlich in dieser ersten Halbzeit kaum die Zähne. Und wie gesagt, Kögel, Ludwig Kögel, das Riesentalent, meist abgemeldet, entweder bei Pedersen oder bei Niederländer. Dooley und Tilk. Da merkt man doch dem Langen an, dass er ein bisschen Startschwierigkeiten hat, dass er auf den ersten Metern nicht so schnell in Schwung kommt. Nun, bei seinen Hebelverhältnissen ist das natürlich auch kein Wunder. Sehr viele Fans aus München mit angereist, mit ihrer Mannschaft. Allerdings wenig Grund zum Jubel in der Anfangsphase. Manfred Lenz, auch das passiert natürlich einem so erfahrenen Mann wie Manny Lenz, 36 Jahre alt. Er rennt und rackert
und spielt natürlich vor allem die ruhenden Bälle. Ich muss sagen, ein abwechslungsreiches Spiel im ersten Durchgang. Friedmann Sieger gegen Erich Behr. Und noch einmal Freiler. Tja, das hätte doch eigentlich das 1:0 sein müssen für die Homburger in der 21. Spielminute. Das war auch die stärkste Phase des deutschen Amateurmeisters. Und schauen Sie, schön gemacht von Freiler. Und da kommt Tilk ein bisschen zu spät. Null zu null. Die besseren Tormöglichkeiten hatten eindeutig die Gastgeber. Hier allerdings Korus und dann Klaus Scherer, ein sicherer Mann, ein ruhiger Schlussmann bei den Grün-Weißen. Korus mit einer Verletzung, allerdings er war nicht gehandicapt. Die Gäste aus München mit der fast stärksten Besetzung. Sehr schön gemacht. Niederländer, der sich auch einige Male einschaltete. Hillringhaus. Pedersen. Und Schwickert, der macht das ganz locker als letzter Mann. Friedmann. Pedersen. Der Ball lief gut. Pedersen. Ronny Pedersen. Und Günther Till. Das 1:0 für Homburg nach einer halben Stunde Spielzeit. Viele glaubten, Tilk im Abseits gesehen zu haben. Die Wiederholung kann das nicht verdeutlichen. Hier kommt das Abspiel. Der Pass auf Günther Tilk, der sich schön abgesetzt hat. Und der Treffer. Wir zeigen Ihnen das Ganze noch einmal aus der totalen Perspektive. Jetzt kommt der Pass und der ist ja maßgebend. Hier ist Tilk noch nicht zu sehen. Und man kann auch nicht ausmachen, ob nicht noch Libero Schmitz oder ein anderer Abwehrspieler, der links stand, nämlich Gäbele, möglicherweise vor Tilk stand. Auf jeden Fall, Schiedsrichter Brückner erkannte dieses 1:0 an. Die Löwenfans, zumindest einige, waren damit nicht zufrieden. Und schön, was hier schön Wetter macht, der einen der aufgeregten Fans wieder zurückdrängt. Es ist gut, dass die Spieler sich in Krisensituationen auch engagieren und dass sie den Fans sagen, so geht es nicht. Wie gesagt, Homburg stärker in den ersten 30 Minuten mit den besseren Tormöglichkeiten. Kögel gegen Pedersen. Meist war der Münchner zweiter Sieger, auch hier. Allerdings auf Kosten einer Ecke. Es ist Kurt Eigel. In der letzten Aufstiegsrunde war er ebenfalls dabei bei Unterhaching. Früher beim HSV beschäftigt. Die Homburger Abwehr gestaffelt, aber nicht aufmerksam genug. Achtung! Das hätte natürlich der Ausgleich sein können. Die Münchner reklamieren Hand. Dies allerdings ist auch in der Zeitlupenwiederholung nicht zu erkennen. Denn Scherer wehrt eindeutig den Ball ab und von dort springt er glücklich über das Tor. Das war in der 37. Minute. Auch der folgende Eckball noch einmal gefährlich. Auch hier wollte wieder jemand Hand gesehen haben. Aber ich glaube, Schiedsrichter Brückner hat richtig entschieden. Erich Behr. Die Homburger Abwehr jetzt nicht ganz souverän, außer Schwickert. Der machte alles mit rechts oder mit links, wie es gerade kam. Ein bisschen Nervosität jetzt beim FCH. Trotz der Führung, Freistoß, Schwickert steht bereit. Mädchen für alles, Geschäftsführer, Libero, Freistoßspezialist und Kai Friedmann. Das wäre fast ein guter Abschluss gewesen einer sehr guten Leistung von Friedmann in den ersten 45 Minuten.
Die 60er mit Konter versuchen. Gäbele, ebenfalls ein Spieler, der in Unterhaching im letzten Jahr dabei war. Und wieder Schwickert. Und Scheren. Souverän, was die beiden in der Homburger Abwehr zeigten. Pausenstand 1:0 für den deutschen Amateurmeister, zweiter Durchgang. Mörsdorf war gekommen für Stefan Drumm. Und Mörsdorf spielte nach vorne und in der Abwehr eigentlich ganz geschickt. Hier ein bisschen steil für Uwe Freiler. Nun, die Berliner mussten natürlich jetzt in diesem zweiten Durchgang kommen. Schmitz, der Libero, schaltete sich immer häufiger mit nach vorne ein. Sehr schöne Aktion jetzt, Schönwetter. Scherer. Riesenmöglichkeit von Kögel. Das wäre natürlich auch das 1:1 wert gewesen. Schauen wir noch mal hin. Schönwetter, der jetzt auch immer offensiver wurde. Scherer kommt nicht heran. Und Kögel, vielleicht ist er noch ein bisschen jung. 18 Jahre. Dann Patzke, der Trainer der 60er, mit seiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt nicht zufrieden. Mörsdorf gegen Libero Schmitz. Das sah schlimmer aus, als es am Ende war. Mörsdorf steckt schon einiges weg. Er wollte natürlich auch seine Chance nutzen, nachdem er eingewechselt wurde. Gut beschirmt, auch das Präsidium der Homburger. Und Manfred Lenz. Chancen hatten wirklich beide Mannschaften, zu weiteren Toren zu kommen. Hilleringhaus, der es natürlich eilig hat. Erich Beer. Es waren zwei, drei Persönlichkeiten, die jetzt das Spiel prägten. Beispielsweise Manfred Lenz. Der verstolpert fast seine Chance und nutzt sie dann doch. Manfred Lenz in der 58. Spielminute und schauen Sie, wie er sich freut, der Manni. Das wollen wir natürlich noch einmal sehen, zunächst in der Zeitlupe. Fast hätte er den Ball verstolpert und von der Außenlinie überwindet er Hilleringhaus. Das war natürlich ein Torwartfehler und der Ball war über die Linie zum 2:0. Jubel im Waldstadion, denn die meisten grün-weißen Fans glaubten, das sei die Entscheidung. Und die Homburger weiter mit guten Kombinationen. Mörsdorf gegen Eigel. Natürlich auch die Gästemannschaft jetzt durch die Offensive in der Abwehr geschwächt. Libero Schmitz. Scherer. Fehler von Marcinkowski. Und da fällt Erich Beer. Kein Foul, sagt da Klaus Scherer. Anderer Meinung allerdings war Schiedsrichter Brückner aus Darmstadt. Schauen Sie, was sich abgespielt hat. Erich Beer schiebt Drum weg und fällt dann geschickt hin. Nun, er hat ungefähr 20 Jahre Fußballerfahrung. Da lernt man natürlich auch dieses. Ich glaube, dass es keine elfmeterreife Situation war, wie auch diese Wiederholung noch einmal beweist. Marcinkowski hat natürlich den Fehler gemacht. Und ich glaube, beide gehen zum Ball
wenn überhaupt, dann hat Erich Behr hier als Erster geschoben. Aber was will man machen? Elf Meter und die Chance zum Anschlusstreffer für die 60er. Das Duell heißt Klaus Scherer gegen Paul Schönwetter. Zwei zu eins, nur noch die Führung für die Homburger, und Scherer war ein bisschen unglücklich über dieses Elfmetertor. Warum, erkennen Sie in der Wiederholung. Die Fans natürlich jetzt begeistert. Scherer will in die rechte Ecke und der Ball geht in die Mitte des Tores. Und somit also nur noch 2 zu 1 für Homburg. Das war in der 62. Spielminute. Eckball nach dieser Aktion von Tom Dooley, Manfred Lenz und eine Riesenchance. Es wäre natürlich auch gut und gern das 3 zu 1 gewesen. Die Wiederholung dazu. Uwe Freiler zunächst und dann Mörsdorf, der vertändelt. Allerdings erneut Eckball für die Gastgeber. Und wieder Lenz. Mörsdorf. Tilk. 3 zu 1. Eine Standardsituation. Verlängert von Mörsdorf. Der Torwart Hillringhaus geschlagen. Tilk steigt hoch. Er ist eigentlich gar nicht so kopfballstark, aber hier hat er das richtige Timing erwischt und macht das 3 zu 1. Die Entscheidung? Die 60er. Alles oder nichts war jetzt die Devise. Klar, bei diesem Rückstand. Konterchancen. Freiler. Manni Lenz. Das hat er gut gedacht. Er wollte Tilk da anspielen. Aber wie gesagt, alles kann nicht gelingen. Die Löwen kamen jetzt über Kampf zum Spiel. Kögel. Friedmann im zweiten Durchgang nicht mehr so stark. Trumm dazwischen. Erich Behr. 2 zu 3. 26. Minute des zweiten Durchgangs. Noch einmal der Anschlusstreffer für die München. Auch das noch einmal in der Wiederholung. Zunächst Chorus und dann Erich Behr. Klaus Scherer offensichtlich die Sicht versperrt. Auswechslung bei beiden Teams. Eigel auf die Bank. Und die Homburger, Manfred Lenz. Übersicht. Mörsdorf, Friedmann, geschickt gemacht. Und Pedersen. Ein bisschen verzogen, das wollte er allzu gut machen, vielleicht in das rechte obere Eck schlenzen. In der Schlussphase allerdings kamen die Homburger noch einmal unter Druck, ohne dass die Kontermöglichkeiten ausblieben. Sehr schön wieder gesehen von Manfred Lenz und Freiler. Ja, wie gesagt, Erfahrung fehlt ihm noch ein bisschen, sonst hätte er hier vielleicht das 4 zu 2 gemacht. Die Kräfte der Gastgeber ließen nach, der Lauf wurde schwerer. Und 60 kämpfte.
Lenz. Nörsdorf. Kein Foul. Friedmann. Thomas Dooley. Ich meine, das war eine Schwalbe, wenn auch die Zuschauer aus Hamburger Sicht hier Elfmeter verlangt haben. Schiedsrichter Brückner zeigte an, weiterspielen. Und in den letzten 15 Minuten hatten die Gäste aus München noch zwei, drei Chancen. Es wurden Zitterminuten und Sekunden für die Homburger. Kögel steht bereit zu diesem Freistoß. Dann kommt Libero Schmitz und der testet Scherer. Wie in einigen Situationen danach. Am Ende Riesenjubel bei allen Beteiligten über den 3:2-Erfolg der Homburger. Ein wichtiger Schritt in Richtung zweite Liga. Stimmen zu diesem Spiel. Den Mittwoch mit einer sehr guten Leistung und einem 3:2 über 1860 München, den Geheimfavoriten, und dieses 3:2